So, Freunde, ich begrüße euch natürlich wieder zu einer weiteren Folge von Pokémon Kristall. Wir sind Kristall. Rubin. Wir sind wieder am Start. Wir haben in der letzten Folge hier das Rätselhaus erfolgreich durchgemacht. Ne? Und jetzt gehen wir mal hier weiter. Bam, bam, badadada. Ja, unsere Pokémon müssen natürlich ein bisschen mehr gelevelt werden. Ist ja klar. In der letzten Folge hatten wir sogar unseren ersten erste Entwicklung mal wieder nach längerer Zeit. Ja, okay. Nach, ich glaube, einer Folge oder so. Und ja. So. Dann wollen wir mal. Nette. Oh Gott. Ihr Gesicht sieht ein bisschen komisch aus, ne? So, Rosalia. Okay. Dann wollen wir mal gucken, ob wir hier was schaffen. Oh, das ist nicht effektiv, das ist gut. Giftstachel. Ja. Der Schaden ist halt, naja. Jetzt nicht so geil, oh. Oh nee. Jetzt geht das schon wieder los mit diesem scheiß Paralysieren. Ey. Ist paralysiert und kann nicht angreifen. Ist natürlich bitter. Komm schon. Jawohl. Ist das über das Level-Up? Ich weiß nicht. Jo, ja. 520 XP. Eine Schlacht. So, aber... Ich habe natürlich was vergessen. Papinella nämlich umzutauschen. Denn wir... haben ja gesagt... Papinella... wird nicht Bestandteil sein unseres Teams. Ich habe es jetzt mitgenommen, um halt die Entwicklung fortzuführen. Die haben wir halt schon durch. Deswegen war Minella weg. Ja, mal gucken. Ne? Was nehmen wir denn hier mit? Kleinstein. Schlupuk. Was ist denn Typ Gift? Keine Giftwolke. Hüllt Gegner ein giftiges Gas ein. Kann vergiften. Gegner gähnt und schläft in der nächsten Runde ein. Ja, okay. Oder mache ich mir... Wobei, dann muss ich den halt... Muss ich die halt, ne? Wieder... Kampf. Dann muss ich die halt leveln. Und zwar ziemlich krass leveln. Nein! Oh. Die wollte ich jetzt nicht mitnehmen. So, nehmen. Also ich weiß nicht. Ich könnte eventuell Schlupuk mitnehmen. So.
wird aber Level 26 sich entwickeln. Nehmen wir den mal mit. So. Warum denn nicht? Ne? Können wir doch einfach mal hier neue Pokémon mal austesten. So. Schlupuk ist mit dabei. Mal gucken, wie der sich so schlägt. Hoffen wir mal, dass da was wird draus. Ja, aber Minella war jetzt nicht so, dass... Also, wie gesagt, habe ich jetzt mitgenommen, nur wegen der... nur wegen der Entwicklungen. Damit ich ein bisschen mehr was im Pokédex habe. Und ja. Wollen wir mal weitermachen. So. Ach, guck mal, Plusl und Minun gegen Sixax und Flurmel. Flurmel, wie gesagt, ist ja super, weil... Oh, fuck you. Weil der Schall Dämpf-Dingsbums hat. Aber gegen Paralyse hat er natürlich. Ja, und direkt, weißt du, und direkt schafft er es nicht anzugreifen. Direkt! Ist ja der Wahnsinn! Rechte Hand. Das sollte bei ihm ja eigentlich nicht wirken. Genau. Sehr gut. Volltreffer, das ist super. Das hört sich doch super an. Guck mal, Sixax Level 13. Sandwirbel. Ja, nee, eigentlich... Ja, komm, noch Tickel. Why not? Sandwirbel kann eventuell sogar für manche Situationen gut sein. Und auch Flurmel ist Level 13. Das ist sehr gut. Rechte Hand ist Schluck fehl, da ja Plusl nicht mehr da ist. Bam, bam. Oh, scheiße. Das, oh. Oh, lol. Er greift nicht zick der Flurmel an, okay. What? Oh ja, Volltreffer. Jetzt macht er noch hier zwei weg, oder was? Okay, tschüss. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das war super. Da hat er mal gezeigt, was in ihm steckt. Ah, ich hasse Paralyse. Das ist so dumm. So, dann können wir auch direkt hier mal, ne? Zack, mal gucken, was der so alles kann. Komm ran. Mein Pokémon ist einfach... anbetungswürdig. Nur keine Scheu, ich zeig's dir. Ah, Pikachu, maybe? Hm? Ah, den Nico, okay. Schlupuk. Mal gucken, was du kannst. Setz mal Gene ein. Damit hier Fräulein Eneko pennen geht. Und direkt mal Gift. Oh, Anziehung ist kacke. Wäre Schlupuk jetzt auch weiblich, hätte das keine Wirkung gezeigt, aber
männlich. Trifft auf weiblich. Da kann man halt nichts machen, ne? Alter! Schlug fehl, ich krieg's kotzen hier. Also wie gesagt, Schlupuk auf 26. 13 Level. Ist machbar. Okay, das dauert mir zu lange. Ich habe aber auch kein Wassermonster, oder? Oder? Eine Sinelbeere, komm, Flügelschlag und gib ihm. Da ist das Level Up, zack. Sehr schön, 17. Okay, wir haben ja hier Potzer. Ja, aber das ist egal. Schwalbeer-Reptain. Wir haben kein Wasser-Pokémon. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Weil ja unsere Maike, die werden wir ja bald auch wieder sehen. Und die Maike hat ja ein Flimli. Das ist halt ein bisschen... Carpathor Level 5? What? Natürlich, Wingull ist halt ein Wasser-Pokémon, aber... Attacke von Tentacher, Gegner ging daneben. Er muss natürlich ausgerechnet noch ein Superschall machen, ne? Das ist nicht sehr effektiv. Gift-Pokémon frisst es auf. Ist nicht mehr verwirrt. Und weg mit dir. Schlubuck. Oh, Heiliger. Oh, Carpador. Das heißt, free level up. Ja, das ist auch schön. Level 15. Kann aber tackle. Und da kommt die Giftwolke. Und dann lassen wir dich mal einschlafen, ne? Daneben nicht. Platscher. Oh, Attacke von Kabolo, Gegner ging daneben. Oh, das ist doch schön. So, da haben wir auch den Kampf geschafft. Das ist doch schön, so. Und natürlich hilft Gift auch noch. Level 14, Schluck, Schlammbad. Oh, Schlammbad. Sehr gut. Da kommt ja allerlei Giftattacken kommen dann. Wenn du von hier das Meer überquerst, nimmst du eine Abkürzung nach Rosalstadt. Haha, ist das kein praktischer Tipp. Genau, wir haben ja auch eine Karte. Yeah. So, dann
heilen wir unser Pokémon noch ganz schnell. Oh je. Ach, guck mal. Schlubuck. Hat keine Wirkung auf Schlubuck. Schlimmbart. Ja, das war aus Versehen. Da wollte ich hin. Ach komm, leck mich doch. So. Damit wir das mal im Schnelltempo hier durchziehen. So, müsste ja Misty bald auftauchen, wie gesagt. Ich werde hier mal Schutz benutzen, damit wir hier nicht so viel auf die Eier bekommen. Stimmt, hier gibt es ja auch, glaube ich, Item, Angriff plus Items, die hier versteckt sind. Deswegen... Willst du hier uns besuchen? Ah, okay. Bam, 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 bam. Was hat er denn? Vivien, okay. Level 12. Ein Feuer-Pokémon. Das ist natürlich... Oh. Wow! Was zum Teufel ist das für ein Damage gewesen? Ist ja geil. Geil. Frieda. Teenager Frieda. Hat keine Wirkung auf... Scheiße. Das ist nicht so geil. So, der schläft ja eh jetzt ein. Das heißt, ich kann Raptein mal rauf tun hier, reintun. Yeah. Warum schläft er nicht ein? Sehr gut. Zornklinge. Scheiße. Verfolgung. Das ist nicht sehr effektiv. Ach nein, wirklich? Nein! Oh, wollte ich doch gar nicht. So, das wollte ich. Ist aufgewacht und macht eine Kopfnuss. Wow. Das ist mal ein ziemlich krasser Damage. What the fuck? 12 Damage macht das? Puh. Ein Fritzelblitz. Ja, komm ran. Komm. Eigentlich bist du ja jetzt Verfolger procken. Okay, nicht. Nicht effektiv. Ist natürlich blöd. Da ist der... Oh, ist der paralysiert? Ich glaub's ja wohl nicht. Ich glaube, ich muss mal echt in den Markt. Muss ich leider noch mal in die Stadt. Tut mir sehr leid, Freunde.
muss ich echt Paraheiler mal kaufen. Das kann ja nicht sein. Ganze Zeit nur paralysiert, das ist doch zum Kotzen. So, da wir auch gleich hier gegen Maike noch antreten müssen. So, damit das hier mal ein bisschen schnell vonstatten geht. Beutel! Ja, wir können ja auch einiges verkaufen eigentlich, ne? Zigzags, zack. Also eigentlich gar nicht mal so schlecht, die Pokémon. Verkaufen. So, wir brauchen hier kein X-Spezial. Brauche ich nicht, verwende ich nie im Kampf. Megablock verwende ich auch nie im Kampf. So wie Angriff Plus verwende ich auch nie im Kampf. Protzer brauche ich nicht. Und Raub auch nicht. So. Dann kaufen wir uns natürlich noch Supertrank. 5 Stück. Paraheiler. 10 Stück. Sollten genügen. Und Superbälle. 5 Stück. Wir noch uns mal im Fluchtsaal, keine Ahnung, wo wir noch hinkommen. Kaufen wir noch das hier. Oh, das war's. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal Paraheilapparat. Das ist auch super. So. Natürlich. Wahrscheinlich ist ja auch Selbstheilung bei Paralyao. Habe ich auch. Oh, ich bin so dumm. Ich gebe den mal hier. Ich gebe euch mal alle hier eine Antiparabäre. So. Damit ich schon mal ein bisschen safe bin auf der Ebene. Wir haben keinen Schutz. Ah. Also. Ein Zigzag. Gegen ein Zigzag. Und wir flüchten. Das wollte ich nicht. Hallo. Ja, die sollte eigentlich ziemlich stark jetzt sein, da wir ja kaum trainiert haben. Müsste die ja eigentlich schon 16, 18 haben. Gucken wir mal. Josa! Okay, direkt 18. Hau rein! Ist okay. Oje. Ist natürlich jetzt. Mit Valma. Auch noch ein starkes Wasser-Pokémon, ne? Eieieiei. Guck mal, geht schon daneben hier. Ja, dann wollen wir mal anfangen, ne? Ach du Scheiße. Ich mache ja gar keinen Schammer. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass man direkt hier mit den Starken ran muss.
Oh nee. Das wird mich töten. Walzer ist eine Attacke, die sich verstärkt. Von Walzer zu... Oh, außer die geht natürlich daneben. Dann ist natürlich... Null Probleme. So, er bekommt mal direkt ein Level Up. Jungblut, da haben wir das Problem. Da haben wir das Problem. Scheiße. Level 20, ja leck mich am Arsch, ey. Oh ja, tschüss. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass er hier direkt Doppelkick macht. Och Leute! Wieso ist denn jeder von meinen Leuten hier gegen Kampfattacken? Ach, alter Schwede. Jetzt musst du hier, ne? Vergifte mal den Jungen hier. Mach's auch bitte. Das ist nicht effektiv. Fuck. Macht 25 Damage. Und tschüss. Es sieht nicht gut aus, Freunde. Es sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Ich kann mir auch vorstellen, dass da noch... was kommen, von wegen Heilung. Ach, leck mich doch am Arsch. Wieso habe ich das nicht gleich gemacht? Ich wusste ja noch nicht mal, dass Flug gegen den effektiv ist. What the fuck? Knills, ja, guck mal. Schon gewonnen hier. Weg mit dem. Oh, der überlebt das. Ist da... Ah, aber... müsste doch eigentlich die Selbstheilung aktiviert werden. Genau. Zack. Halt die Paralyse und weg mit dir. Gut, dass ich das wirklich auf dem... auf ihr drauf gemacht habe. Ja, das war nicht schlecht, ne? Sind meine Monster, meine Haupt-Pokémon-Monster natürlich ein Detektor, ja lul. Noch stärker geworden, aber ja, was soll's. Jo. 17, 18, 18. Bedeutet nur noch 4 Level. Sehr gut. Wir natürlich hier alles durchsuchen. Ein Beleber! Oh, sehr schön. Ich werde natürlich jetzt keinen Beleber usen. Sei denn, es geht jetzt nicht anders. Was? Oh, die Weiterentwicklung. Ist ja eigentlich, müsste da, ne, mein Schwalbini ran. Gegen Pflanze-Pokémon nämlich besser. Alter! Ich frage mich, ob Reptine auch Flügelschlag lernen kann. Glaube aber nicht, ne?
Wäre ein bisschen komisch. Ja, ich habe leider keine Attacken, die so krass sind jetzt. Ah, okay, das geht. Oh, Sternschauer, okay. Naturkraft. Schon mal. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er jetzt hier nochmal ein Pflanz-Pokémon reintut. Hoffe ich mal. Blanas. Ich weiß nicht, wer das ist. Jawohl, okay. Flügelschlag, gib ihm. Zack. Direkt weg mit ihm. Sehr gut. So, von einem Samurzel. Okay, das war jetzt ein bisschen auffällig. So, aber wir wollen ja, ne? So gut wie es geht. Jeden Trainer bekämpfen. So. Ich glaube, da kommt jetzt so ein Fritzelblitz. Ein Abra! Oh, snap. Das könnte natürlich jetzt aber ganz anders ausgehen, ja. Ich glaube, Psychokinese. Ich glaube, Psycho-Attacken ist gegen Reptile. Kraftreserve. Macht ja gar kein Damage. Oh, holy moly. Tja, da habe ich mich mal selbst hochgehalten, ne? Das ist immer einer Kuckstern. Level 18 Reptine. Sehr gut. Der braucht halt noch 18 Level fürs Level Up. Dauert auch noch ein bisschen. So, ich glaube mal, ich habe jetzt hier alles. Na, guck mal, hat doch perfekt funktioniert hier. So, wir wechseln mal. Zack. Natürlich gebe ich ihm hier mal einen Super Trunk. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier ziemlich hart aufs Maul bekommen haben, ey. Wie komme ich nur da drauf? Ich weiß nicht. So, nach dem Kampf heißt es dann auch Folge beenden. Schwalbine erreicht Level. Oh, ein Doppelteam. Na, Doppelteam. Nee. Wir machen mal hier Schwalbini in Richtung Entwicklung. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Tentacher wieder, okay. Level 9? What the fuck? So. Heißt, nur noch zwei Level. Bis zur Entwicklung von Schwalbini. Ist natürlich auch super, ne? Wenn die Pokémon sich entwickeln, hat man die auch in einem Pokédex. Das ist halt super. Das ist super. So. Was haben wir hier? Eine Nana-Beere.
Hey, warte mal. Zwei Straßen, eine oben, eine unten. Eine Straße für Menschen und eine für Pokémon. Das ist nur recht und billig. Man, nun, wäre das nicht ein Spaß, mit einem Fahrrad volle Pulle den Radweg entlang zu düsen? Ja, ein Fahrrad werden wir ja auch bald bekommen. Hey, hast du in letzter Zeit ferngesehen? Da gibt es jetzt jede Menge coole neue Shows. Fernsehen ist so cool. Plötzlich habe ich meine Freunde im Fernsehen gesehen. Und manchmal da zeigen sie dich im Fernsehen und du weißt es gar nicht. Ich möchte auch mal im Fernsehen sein. Du sollst immer mal wieder den Fernseher einschalten. Ja, es, ich habe ja kein Tragefernsehen, oder? Wenn ich doch nur ein Rad hätte, dann könnte ich nach Graffitport City. Ja. Hier ist der Markt. Sagen so die Leute, weißt du, es ist cool, dass ein Pokémon-Kampf und all das... Was? Weißt du? Heißt du, es ist cool, dass es Pokémon-Kämpfe und all das Zeugs gibt. Aber wenn dein Pokémon verletzt wird, dann musst du es gesund pflegen. Ja, nein, wirklich? X-Tempo, wieder was zu verkaufen. Obwohl das ja eigentlich auch ziemlich gut sein kann, so. Huhu, dein Pokémon sieht wirklich sehr stark aus. Da sehe ich gerne. Hier, nimm diese VM. Wett, wett. Okay, krass. Zertrümmerer. Wenn du unterwegs auf große Felsbrocken stößt, dann nutze diese VM, um dir den Weg frei zu machen. Das ist aber geil. Wir sind der Pokémon-Fanclub. Wir sind live auf Sendung. Heute stehen unsere Sendung ganz im Zeichen unserer Pokémon-Umfrage. Welche der Geschichten, die Trainer und Pokémon uns liefern, wird heute unsere Aufmerksamkeit gehören. Mal sehen. Diese hier. Wir fangen mit diesem Brief an. Dies ist ein Brief von Benny über einen geliebten Stalonia. Mal sehen, wie leidenschaftlich der Schreiber seine Liebe zu Stalonia ausdrückt. Hm, Stalonia, anmutig, bis bald, Dankeschön. Hui, was für ein wunderbarer Brief. Diese kleine bis bald zeigt die unglaublich emotionale Bindung. Einen großartigen Brief mit einer das Herz erwärmenden Tiefe. Wenn ich diesen Brief bewerte, müsste bekäme er 91 Punkte von mir. Und für das nächste Mal warte ich einen noch besseren Brief, Benny. Hui, ihr schaut euch nur die Zeit an. Ja, gut. Ne? Aber krass, ich kann Zertrümmerer. Ich wusste gar nicht, dass man hier von dem einfach Zertrümmerer bekommt. Find ich geil, ne? Also so ist es ja nicht. Ja komm, Stalonia, ich möchte jetzt nicht zigzags die ganze Zeit hier voll pumpen mit Sachen. Deckel. Stalonia. Den werde ich auch behalten, natürlich. Ja, ist ein Stahlgestein, natürlich werde ich den behalten. Fahrrad. Nun, was haben wir denn hier? Einen höchst energetischen Kunden. Ich? Du kannst Radler zu mir sagen. Ich bin der Besitzer der Fahrer schon. Oh, deine Turbotreter, die sehen ja wirklich schmuddelig aus. Kommst du von weit her? Ja. Hm, du bekommst den ganzen Weg von... meine Güte, das ist unwahrscheinlich weit weg. Wenn du eines meiner Räder hättest, könntest du leicht überall hin und den Wind in den Haaren spüren. Ich sag dir was, ich werde dir einen Rat geben. Oh, eine Sekunde, ich sollte dir sagen, dass es zwei verschiedene Räder gibt. Das Eilrad und das Kunstrad. Eilrad für Leute, die den Wind in den Haaren spüren wollen. Kunstrad für Leute, die die Technik des Radfahrens beherrschen wollen. Da ich ein richtig weiches Herz habe, darfst du dir eins aussuchen. Welches möchtest du haben? Eilrad, ja. So, danke für das Rad. So, dann können wir uns jetzt auch tatsächlich endlich hier... So, jetzt
Jetzt habe ich hier ein Rad. Oh, damn. Ich war noch gar nicht im Pokémon Center, oder? Oh, shit. Knilz. Okay. Scheint jetzt nicht so stark zu... Boah. Ich wollte schon sagen, So, Schwalbini wird natürlich weiter gelevelt und wir haben die Folge immer nicht beendet, ne? Ja. So, aber jetzt beenden wir mal die Folge, ja? Wir fahren jetzt hier ganz schnell in Pokémon Center. Zack, da. Na, ihr, du kannst auch. So. Dann heilen wir uns ganz schnell. Zack. Wir beenden die Folge. Ich sag tschüss, schaut rein, wie so eine Folge von Pokémon Robin.